Hallo, guten Morgen. Ja, ich wollte mal noch euch ein bisschen Info und Aufklärung geben. Eine bekannte Aussage von Dr. Joe Dispenza ist ja, deine Gedanken sind elektrisch und deine Gefühle sind magnetisch. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass alles, was du denkst, eine Information hat. Eine Energie, eine energetische Information und die gibt eine elektrische Ladung ins Feld. Und diese elektrische Ladung ist eben diese Kreationsenergie. Diese Energie, die aus diesen ganzen Partikeln, diesen kleinen Teilchen, wie auch immer die Wissenschaft sagt, nachher diese Dinge herstellt, die du dir ausgedacht hast, die du dir ausgedacht hast. Also es ist deine Kreationsenergie, deine Gedanken, deine Vorstellung auf wissenschaftliche Art und Weise sendet eben elektrische Signale aus, die hinterher dieses ganze Zusammenspiel aller Teilchen, aller Partikel inszeniert und orchestriert. Dass hinterher das rauskommt, was du dir ausgedacht hast. Und deine Gefühle dazu sind der Magnetismus, sind das, was dich zu diesem energetischen Match macht, sind das, was dich dazu in Zusammenhang bringt, was dich in Kohärenz bringt, dich als elektromagnetisches Wesen in Einklang bringt, mit deinen Vorstellungen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass du dich hauptsächlich auf deine Gedanken und deine Vorstellungen konzentrierst, weil die magnetische Wirkung in deinem Körper entsteht von alleine, wenn du weißt, dass deine Vorstellung das ist, was du jetzt gerade kreierst. Und wenn du dich eben darauf fokussierst, was du haben möchtest, was du dir wünschst, dann bist du in voller Freude diesbezüglich. Dann bist du in voller Sicherheit diesbezüglich. Dann kannst du im vollen Vertrauen sein diesbezüglich. Und dann weißt du, alles ist getan. Es ist getan, es ist erschaffen, es ist da. Es ist auf der unsichtbaren Ebene, auf der noch nicht physikalischen Ebene, ist es getan. Und alle Schöpfung funktioniert auf nicht physikalischer Ebene. Du musst deine Hände dazu nicht bewegen für den allerersten Schritt, dass es erschaffen ist. Und um in diesem Erschaffen zu bleiben und um in diesem Erschaffensmodus zu bleiben, um dich immer wieder daran zu erinnern, was du erschaffen hast, tust du im zweiten Schritt eben deine Hände, dein Körper, dein physikales Wesen daran ausrichten, an dem, was du erschaffen hast. Das heißt, du schreibst mit deinen Händen Botschaften, du sprichst mit deinem Mund, Worte, Nachrichten, Informationen, Geschichten, die genau dem entsprechen, was du erschaffen hast. Und wenn du dieses Ganze eben, wie Abraham Hicks sagt, weil es das Einzige ist, was wichtig ist, in einem energetisch, gefühlsenergetisch, emotional erhobenen Zustand tust, weil ich meine, warum solltest du deprimiert oder unfreudig oder traurig sein, wenn du weißt, dass das, was du dir gerade Wunderbares in deinem Kopf ausgedacht hast, für dich in Realität kommt, in sich materialisiert, sich manifestiert. Da gibt es doch keinen Grund zu Trauer oder zu Niedergeschlagenheit. Und dieses Wissen ist die Basis dafür, dass du es umsetzen kannst. Und wenn du irgendwo noch einen Zweifel hast an deiner Wirkung als Schöpfer, Schöpferin, dann
funktioniert es halt nicht. Und deswegen bin ich hier, um dir aus ganz verschiedenen Perspektiven, energetischen, wissenschaftlichen, was auch immer Perspektiven für dein Verstand, hallo Myriwet, was für deinen Verstand annehmbar ist, dir das zu erklären, wie diese Sachverhalte, diese Wirkweise von uns als Mensch, als Schöpfer, als Schöpfermensch, als Schöpferenergie zu erklären. Weil es gibt keinen Ausweg, da gibt es keinen Weg raus. Wir sind das und wir machen das und wir sind jetzt hier aufgerufen, um zu erkennen, wie wir diese ganze Sache in eine göttliche Version bringen können, eine gottgedachte, perfekte, wunderschöne, nicht eingeschränkte, freie Version von uns, von unserem Zusammenleben, von unserer Welt bringen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir erlaubst, dir Geschichten auszudenken, dass du dir erlaubst, Geschichten als Manifestationsinstrument zu nehmen. Und da muss ganz, ganz intensiv dieser Glaubenssatz fallen, du darfst nicht lügen oder du lügst, wenn du Geschichten erzählst. Das ist eine der größten Hemmungen und Blockaden, die uns nicht erlauben, Tag zu träumen, die uns nicht erlauben, neue Geschichten zu schreiben, die uns nicht erlauben, Dinge uns auszudenken, die wir nicht kennen, die uns nicht erlauben, ins Neuland zu gehen. Und deswegen ist da auch im Zwischenschritt so hilfreich, wenn du das zumindest dir in der Meditation erlaubst. Aber wenn du es dir in der Meditation erlaubst und gleichzeitig aber glaubst, dass es eben in der Meditation gefangen ist und dass du es im wahren Leben für dich als Lüge abstempelst. Alles, was du nicht für wahr hältst, alles, was du als gelogen einordnest, ist für dich nicht möglich zu haben, ist für dich nicht wahr. Deswegen achte darauf, was erachtest du für wahr, was erlaubst du dir für Geschichten zu erzählen und erzähle Geschichten so, wie du sie haben willst. Und wenn du zum Beispiel erzählst, wie wunderbar erfolgreich dein Business ist oder das, was du tust, dein Projekt, deine Reiseplanung, deine Beziehung, deine Familie, wenn du das dir selber erzählst, so lange, bis du es im Außen siehst und das dann anderen so erzählen kannst. Das ist der Weg, das ist der Prozess. Schau das Video nochmal an von Anfang, weil diese wissenschaftliche Erklärung, die hat dein logisch-analytischer Verstand sehr, sehr gerne und nimmt es dann ein bisschen besser an. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.